Hinter mir liegt der 7. Neubau der Mein Schiff Flotte, die Mein Schiff 7 noch vor der Taufe hier im Hafen von Kiel. Und ich gehe gleich auf eine der Vorfreudefahrten, um euch die Neuerungen der Mein Schiff 7 vorzustellen. Es ist eine alte Bekannte, eine Schwester der Mein Schiff 1 und 2, also von den Ausmaßen und Dimensionen im Grunde genau gleich. Aber trotzdem hat sich an Bord einiges getan, denn die Mein Schiff 2, der vorherige Neubau, liegt inzwischen dann doch etwa 5 Jahre zurück. In der Zwischenzeit hat man noch ein bisschen optimiert und das ein oder andere hier an Bord angepasst, unter anderem endlich auch mal Einzelkabinen eingeführt. Wir schauen uns alles im Detail an und ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Interesse habt daran, bucht gerne eure nächste Reise bei uns im Kreuzfahrtstudio. Mit unserer riesigen Expertise sind wir gerne für euch da und euer Ansprechpartner rund um eure Reisebuchung. Meldet euch da gern, aber jetzt geht's erstmal an Bord. Viel Spaß! Die Mein Schiff 7 ist das letzte Schiff der beliebten und bekannten Mein Schiff-Generation, wie wir sie kennen, von der Mein Schiff 1 bis 6. Das heißt, es gibt einiges, das bekannt ist hier auf der Mein Schiff 7 von den vorherigen Schiffen. Falls ihr also mit der Flotte schon unterwegs gewesen seid, fühlt ihr euch relativ schnell heimisch und zu Hause. Es gibt aber Anpassungen und die möchte ich euch gern vorstellen und beginnen wir doch direkt gerne einmal oben auf dem Sonnendeck, denn dort befindet sich der überdachte Innenpool. Falls ihr auf den vorherigen Schiffen unterwegs gewesen seid, wisst ihr, dass sich hier auf den meisten Schiffen die Lagune, also die offen gestaltete Lagune unter freiem Himmel befunden hat. Und hier hat man das Ganze jetzt wieder als überdachten Innenpool, wie auf den ersten beiden Schiffen, Mein Schiff 3 und 4, eingerichtet. Das hat den Vorteil, dass die Mein Schiff 7 deutlich wetterunabhängiger ist, also auch in kalten Fahrtgebieten oder auch an regnerischen Tagen die Möglichkeit bietet, hier baden zu gehen und nicht vorher in den Wetterbericht schauen zu müssen, ob das heute der richtige Tag dafür ist. Damit einher geht dann aber auch, dass sich der Ausblick aus dem Fitnessstudio ein bisschen verändert. Seitlich natürlich nach wie vor der uneingeschränkte Meerblick. Wenn man jetzt aber in den vorderen Bereichen Sport macht, dann hat man jetzt eher den Ausblick auf den Innenpool, kann durch die großen Glasfronten aber trotzdem noch ein bisschen rausschauen. Also durchaus eine gelungene Weiterentwicklung und Ergänzung zur Flotte mit bisher 4 Schiffen mit offenem Pool und 2 Schiffen mit geschlossenem Innenpool, wo jetzt eben die Mein Schiff 7 das 3. Schiff darstellt. Gehen wir einmal runter auf Deck 5, denn hier hat sich einiges getan auf der Mein Schiff 7. Es gibt zum Beispiel in der Mitte das Café Central, ein Kaffeehaus hier an Bord. Das gab es bei Mein Schiff vorher nicht und ergänzt die Inklusivleistung sehr schön, wie ich finde. Also, wie der Name schon sagt, gibt es hier natürlich Kaffeespezialitäten, aber auch viele weitere Bestandteile der Mein Schiff Inklusivleistung aus der Barkarte. Die gibt es hier auch, also für den ganzen Tag ein schöner Ort zum Aufhalten. Morgens wird hier ein Frühstück angeboten und sonst tagsüber immer eine kleine Snackkarte. Gibt es dann zum Beispiel Frankfurter Würstchen oder auch Kaiserschmarrn und hier kann man sich dann ein bisschen verwöhnen lassen, schlemmen und dazu einen Kaffee, ein Heißgetränk genießen oder wie gesagt die anderen Getränke der Barkarte. Vom Ambiente wirklich schön geworden, wie ich finde, dort direkt am neuen Wall gelegen und was es hier auch gibt, die süße Verführung dann tagsüber mit den Leckereien, mit den Törtchen dort, die kosten einen kleinen Aufpreis, aber wenn sie so gut schmecken, wie sie aussehen, dann ist es den Aufpreis sicherlich auch wert. Die große Freiheit, also ganz hinten am Heck des Schiffes, der Bereich am Diamanten, da hat sich auch einiges getan und da gibt es zum Beispiel einmal jetzt ein asiatisches Restaurant, das Hideki. Achtung, es ist nicht das Hanami, das unterscheidet sich durchaus etwas von der Speisekarte und Konzeption. Hier gibt es zum einen asiatische Klassiker, also eine gute Auswahl an Köstlichkeiten aus Asien, aber auch, und das sollte viele besonders freuen, Sushi-Spezialitäten. Sushi und Sashimi wird hier auch serviert. Das Ganze, wie es für den Diamanten dann üblich ist, nicht im Reisepreis enthalten, aber hier hat man dann eben das gewisse Extra an Qualität und Service und, wie ich finde, auch das schöne Ambiente direkt am Diamanten. Das Hideki ist auch sehr offen gestaltet zur großen Freiheit hin. Also man kann entweder zum Fenster hingerichtet sitzen oder sogar auch zur Mitte hingerichtet, dem Steakhouse gegenüber. Also ein schönes, offenes Raumkonzept mit hochwertigem Ambiente. Das La Spezia, ein beliebtes Spezialitätenrestaurant schon an Bord der Mein Schiff 1 und 2, befindet sich jetzt auch wieder hier an Bord der Mein Schiff 7. Italienisch genießen geht jetzt auf Deck 4, ganz hinten unten am Diamanten. Also das La Spezia ist umgezogen und befindet sich jetzt dort, wo sich vorher auf den anderen Schiffen das Esszimmer befunden hat. Das ist dann ja der italienische Genuss, der hier großgeschrieben wird mit einer umfangreichen mediterranen Karte und dem schönsten Ausblick auf das Meer, wie ich finde, dort hinten direkt an der Heckwelle. Gehört auch zu den exklusiven Restaurants, also nicht im Reisepreis enthalten, aber auch hier gilt, wenn man den Bereich nutzen möchte, dann ist es den Aufpreis auf jeden Fall wert. Musik.
Ein Klassiker ist zurückgekehrt und damit kommen wir zur Änderung Nummer 5 hier an Bord der Mein Schiff 7. Es gibt wieder den beliebten Champagner-Treff. Bei vielen Gästen doch sehr beliebt gewesen auf der Mein Schiff 3 bis 6 und entsprechend groß war die Enttäuschung, dass die Mein Schiff 1 und 2 diesen nicht zu bieten hat. Denn der Diamant ist hier, wie auch auf der 7, komplett verglast und hinten geschlossen gehalten. Entsprechend ist dieser Außenbereich entfallen. Nun hat man sich etwas überlegt und den Champagner-Treff wieder zurückgebracht auf die Mein Schiff Flotte und zwar direkt über dem Diamanten liegend. Ihr merkt, wir befinden uns immer noch im Rahmen der Exklusivbereiche, hinten im Rahmen der großen Freiheit. Aber hier gibt es jetzt eine Wendeltreppe, die führt aus dem Steakhouse hoch direkt zum Champagner-Treff. Das ehemalige X-Panorama-Deck auf der Mein Schiff 1 und 2. Teilweise nicht so wirklich viel genutzt von den Suitengästen. Entsprechend hat man den Bereich jetzt wieder für alle Gäste hier auf der Mein Schiff 7 zugänglich gemacht und damit diese besondere und durchaus ja auch exklusive Bar hier eingeführt. Den Champagner-Treff gibt es also wieder mit Blick auf die Heckwelle an der frischen Luft. Eine kleine Änderung, die ich euch aber nicht vorenthalten möchte, betrifft das Casino an Bord. Das ist jetzt nämlich zweigeteilt. Zum einen, wie vorher auch bekannt, die Bar mit den Spieltischen und dem Raucherbereich, dort wo eben geraucht werden darf. Und gegenüberliegend, da befindet sich auf allen Schiffen die Abtanzbar. Und die wurde jetzt um einen Spieltisch und Spielautomaten auch erweitert, sodass das Casino jetzt auch einen Nichtraucherbereich zu bieten hat. Dann eben integriert in die Abtanzbar, die sonst weitestgehend unverändert ist. Aber diese kleine Änderung mit den Spieltischen und den Spielmöglichkeiten hier in der Abtanzbar möchte ich euch definitiv nicht vorenthalten. Änderung Nummer 7 an Bord der Mein Schiff 7 erfreut natürlich insbesondere die alleinreisenden Gäste, denn es gibt sie endlich auch bei Mein Schiff, die Einzelkabinen. Es sind 14 Außenkabinen und 12 Innenkabinen, die befinden sich auf Deck 4 im vorderen Bereich. Zugegebenermaßen, es sind nicht sonderlich viele. Die Nachfrage ist so groß, dass es sicherlich auch mehr sein könnten, aber immerhin gibt es jetzt überhaupt welche und machen damit die Reisepreise für alleinreisende Gäste attraktiver im Vergleich zu Doppelkabinen mit Einzelbelegung, denn da ist der Aufpreis ja doch immer relativ hoch. Entsprechend ist das eine gute Nachricht für alle Alleinreisenden, die sagen, ich fühle mich auf 8 Quadratmetern auch wohl. Es ist eben ein bisschen kleiner, dafür ist man aber auch natürlich allein in der Kabine. Bin ich auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback, schreibt es mir gerne in die Kommentare, freue mich sehr, das von euch zu lesen. Das waren die großen 7 Änderungen hier an Bord der Mein Schiff 7. Es gibt noch viele weitere Kleinigkeiten. Es würde jetzt zu weit führen, auf alles im Detail einzugehen. Natürlich vom Design her viel angepasst und noch ein kleines Bonusmaterial für Suitengäste hier an Bord. Es gibt jetzt eine Wendeltreppe, die X-Bar mit dem X-Sonnendeck verbindet. Man muss also nicht erst einmal komplett hinten rumgehen. Man kann jetzt über die Wendeltreppe direkt hochfahren. Schon die zweite Wendeltreppe hier neben dem Champagner-Treff an Bord, die noch nachträglich eingeführt wurde. Ihr merkt, es sind viele kleinere Anpassungen, die so im Laufe der Jahre aufgefallen sind, die man dann hier auf der Mein Schiff 7 dann auch noch umgesetzt hat. Und eins, das möchte ich auch noch erwähnen, ist nämlich die Nachhaltigkeit. Mein Schiff 7 ist so vorbereitet, dass sie mit Methanol fahren kann. Mit grünem Methanol soll dann ein nahezu CO2-neutraler Schiffsbetrieb möglich sein. Die technischen Voraussetzungen hier sind vorhanden. Mit der Umsetzung ist es wohl gerade noch ein bisschen schwierig, denn es ist eben noch nicht so eine verbreitete Antriebstechnologie. Aber ab 2026 soll die Mein Schiff 7 dann mit Methanol oder grünem Methanol betrieben werden und dann soll das Ganze ein weiterer Schritt in Richtung CO2-neutralen Schiffsbetrieb sein. Ich bin gespannt, ob es bei 2026 bleibt und werde euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Es lohnt sich also, den Kanal zu abonnieren für viele weitere Videos hier von Bord der Mein Schiff 7, aber auch von vielen weiteren anderen Schiffen und bucht gern eure nächste Reise bei uns im Kreuzfahrtstudio, denn wir haben sehr viel Expertise in der Kreuzfahrtbranche, die wir gerne an euch weitergeben möchten und natürlich nicht nur bei Mein Schiff 7, sondern aber auch über ganz viele andere Schiffe Bescheid wissen. Also meldet euch gerne bei uns über info@kreuzfahrtstudio.de oder auch telefonisch. Die Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und dann sage ich bis bald, euer Fabian.